Moinsens, Schnacksel hier. Wir sind in einer weiteren Folge am Mittelmeer unterwegs. Wir sind jetzt, Griechenland hat unten so drei Zipfel und wir sind an dem ersten, also an dem westlichsten Zipfel, ganz auf der Spitze. Ein Stückchen weg von Kalamata. Und hier ist es ziemlich steinig. Man sieht, hier vorne haben wir sehr viele Felsen. Da drüben haben wir auch ein paar Felsen. Wir sind hier an so einem kleinen Strand. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass wir da oben direkt so unser Auto stehen haben. Und da schön Sonne scheint, da steht das Solarpanel, macht ein bisschen Strom und ich kann die letzten zwei Folgen schneiden, vielleicht heute über den Tag weg. Nebenbei habe ich aber zwei Routen aufgebaut. Einmal hier meine lange Fiederroute mit ausnahmsweise auch mal Blei als Gewicht dran, weil ich damit, glaube ich, viel weiter werfen kann. Das probiere ich mal aus. Da haben wir einen kleinen Haken mit Tintenfisch drauf, einfach hier um... Da beißt hier, was ich gehört habe, alles Mögliche drauf. Wir haben bis jetzt nur Muränen und Seebrassen damit gefangen. Haben wir damit eine Seebrasse gefangen, ist auch egal. Auf der zweiten Route haben wir den Kopf vom letzten Fang. Hier so einen Moränenkopf drauf. Mit dem Betongewicht klassisch. Die werfe ich ein bisschen näher an die Steine und hoffe, dass ich die nicht abreiße. Die werfe ich einfach hier gerade raus. Ich habe ein bisschen auf Google Maps mit Satellit geguckt. Also wir haben hier vorne kommen sehr viele Steine. Der Strand geht gar nicht so weit. Und hier hat man wie so eine Rinne zwischen den ganzen Steinen, sage ich mal. Und da hoffe ich, dass meine Route gut liegen kann und die Fische von den Steinen kommen und da meinen Köder fressen. So die Theorie. Ich werfe die Route mal rein, werde mal ein bisschen an den letzten zwei Folgen schneiden und hoffentlich irgendwann hier runterrennen, weil eine Glocke klingelt. Da ist das Problem. Meine Fiederroute ist lang genug, dass die Schnur einfach über die Wellen rüberschaut und nicht von der Brandung angespült wird. Bei dieser Route ist es aber leider nicht so. Und da ich kein Sandkrallenblei mehr habe, habe ich mir jetzt mehr oder weniger so ein passables, so eine Kralle gebaut. Die hänge ich jetzt mit in den Wirbel ein von dem Gewicht und hoffe mal, dass mir das irgendwas bringt und dass ich das nicht abreiße. Weil mein einziges Sandkrallenblei, was ich dabei hatte, habe ich abgerissen. Also unsere selbst gebastelte Sandkralle funktioniert ganz gut. Ich kann nur mit der Route echt nicht so weit hier das Ganze werfen. Vor allem mit diesem Moränenkopfköder da noch dran. Ich check jetzt mal die Routen. Die liegen hier jetzt schon locker anderthalb Stunden, ohne dass was passiert, aber auch ohne dass sie rangespült wurden. Eigentlich ganz schick. Mal gucken, was hier sich tut. Hätte vielleicht die Glocke abmachen können, oder? Na egal. Sieht ganz akzeptabel aus. Alles wie vorher. Alles wie gehabt. Und jetzt warten wir vielleicht, bis es nicht mehr ganz so windig ist, um die zu werfen. Geht besser, geht schlechter. Ja, bis jetzt war ich für das Angeln heute noch nicht ganz so Feuer und Flamme gewesen, sage ich mal. Ich habe immer mal die Routen hier gecheckt. Da hat zumindest nie der Köder gefehlt. Der sah immer genauso aus, wie als ich ihn reingeworfen habe. Also viel getan hat sich hier nicht. Ich hoffe mal, dass hier, wenn jetzt die Dämmerung anfängt, aus diesen Felsen da vorne und den Steinen da drüben, dass da die Fische so ein bisschen herauskommen und sich hier an diesem Strand vielleicht was zu fressen suchen, vielleicht auch welche aus den tieferen Wasserschichten, keine Ahnung. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die einfach bei ihren Felsen bleiben und nicht hierher kommen, aber das werden wir im Laufe des Abends sehen. Ich war einmal heute mit der Spinnroute ganz da drüben, da bin ich hier um diese erste Bucht ganz herumgelaufen und dann dahinter, hinter diesen Felsen, den man da sieht, hab da ein bisschen gespinnfischt. Da sieht es fürs Grundangeln sehr, sehr schlecht aus. Also das sieht aus, als würde es jeden Wurf abreißen. Vielleicht mit einer Pose könnte man da angeln, aber auf jeden Fall kann man da, glaube ich, gut Spinnfischen mit flachlaufenden Ködern. Vielleicht werde ich da morgen früh mal hingehen. Aber jetzt würde ich sagen, mache ich mal die Routen für die Dämmerung und die frühe Nacht fertig. Auf die stärkere will ich die Eingeweide von der Moräne hängen auf dem Circle Hook und auf der anderen angeln wir weiter mit Tintenfisch. Ja, und dann schauen wir mal, was die Dämmerung so bringt. Ja, moinsens Leute. Man merkt so ein bisschen am Stand der Sonne, die Morgendämmerung habe ich ein bisschen verpasst. Wir haben hier gestern ein paar sehr, sehr nette Leute kennengelernt und ein paar Bierchen gezischt. Da wurde das irgendwie nichts mit dem sehr, sehr früh aufstehen. Aber ich werde es jetzt trotzdem mal mit der Spinnrute probieren. Hier so ein paar flachlaufende Köder über diese Felsen ziehen. Man sieht, hier ist es teilweise super flach. Aber ich habe gestern ein bisschen mit dem Jigspinner hier geworfen. Und es ging eigentlich ganz gut, wenn man den halt sehr, sehr flach führt. Und ich hoffe mal, dass jetzt irgendwas beißt. Und sonst werden wir die Spots wechseln, da vorne an dem Strand. Also keine Ahnung, mein Tintenfisch und auch meine anderen Köder wurden nicht mal angeknabbert da vorne. Da geht so gar nichts ab.
Und hier werde ich keine Grundrute reinwerfen. Ich würde sagen, erstmal ein paar Würfel machen und dann sehen wir weiter. Zu Anfang probiere ich es hier mal mit so einem Spinner, der ziemlich glänzt. Ich glaube, der ist gut. Schaut euch den an. Der könnte fast was für die Pfanne sein. Aber ich würde sagen, ja, da das der erste Wurf war, glaube ich, wir fangen noch was Größeres, weil von dem werde ich nicht ganz satt. Aber sehr, sehr schöner Fisch. Ja, er ist wieder im Wasser. Ja, manchmal ist schon komisch beim Angeln. Auf den ersten Wurf direkt gefangen, dann einige Köder probiert, sehr, sehr oft geworfen. Aber es kommt einfach gar nichts mehr. Also ich werde jetzt mal einen Kaffee trinken gehen, was frühstücken. Und dann, ja, überlege ich mal, ob wir von hier zum nächsten Spot weiterfahren oder ob ich nochmal hier Spinnfischen komme. An dem Strand werde ich auf jeden Fall nicht mehr angeln, da ging es nämlich überhaupt nicht ab. Wir sehen uns gleich. Also Leute, ich habe jetzt einmal ganz kurz umgeparkt und jetzt startet die Karre nicht mehr. Ich denke mal, die Batterie ist leer, weil wir so lange an diesem Spot gechillt haben. Also suche ich mir jetzt jemanden, der mir Starthilfe gibt. Ich habe einen Spot rausgefunden, wo man, glaube ich, ganz geil Spinnfischen kann. Und da sehen wir uns hoffentlich gleich. Wander durch die Weinberge, God bless for this life, wollen wissen, wo ich bleib, Dank ins Gang, mit ner Freundin in der Hand voller Pilz und den Augen wie ein Lamm, charmant mit der Sweetness eines Candies und der Beauty einer Perle, erst Reichtum dann die Ehre, Reichtum einer Perle, gefunden in den Meeren, good vibes in your life, Gin in der Hand, und den Vibe auf den Lippen, mit dem Lächeln auf die Bank, mit nem Smile im Gesicht, geb nen Fick und ich weg. Und ich puff und ich rap mit nem Scotch im Gepäck und der Sonne im Genick. Und der Sonne im Genick, nice. Sex hast du nen Blick. I will go, then come back. In dem Track, yeah. Ist auf mich weg. Ohne Keys und ohne Money, in die Night. Will es haben, will es fassen, will es touchen. Going 0 to 100, das ist Clockwork ohne Frage, ohne Abschluss, ohne Anfang. Trinke Vino, seh kein Ende auf dem Feld, auf dem Gelände. Auf der Bühne oder drüben, ist egal, ist egal. Egal wo, egal wo. Trinke Gin oder Wein. Oder Bier, oder Korn, oder Scotch, oder so. Haben Fun auf dem Weg. Ja, das war eine sehr, sehr wilde Fahrt hier runter. Wir haben es aber geschafft und wir sind jetzt auch schon den zweiten Tag da. Wir sind an einem richtig geilen Spot hier. Ich habe auch gestern Morgen probiert, ein bisschen Spinn zu fischen, recht früh. Hat aber leider nichts gebissen. Danach gab es ein ziemliches, fast schon Unwetter, würde ich sagen. Es hat richtig, richtig stark geregnet, ein bisschen gedonnert. Ordentlich windig ist es geworden, danach war das Meer so richtig, richtig wellig und rau. Dabei habe ich dann probiert, ein bisschen Brandungs zu angeln, aber das hat nicht so gut geklappt. Ich habe es ein bisschen in die Dunkelheit trotzdem probiert. Ich will hier nämlich eigentlich unbedingt einen Fisch fangen. Hier stehen überall so kleine, selbstgebaute Öfen aus Steinen und Lehm und da drin wäre es saugeil, so einen Fisch zu machen. Aber ja, ich konnte noch nichts fangen. Heute gehe ich mal ganz da vorne auf diese Spitze, das wollte ich eigentlich gestern machen. Aber es war zu wellig, die wurde so richtig überspült. Jetzt sieht es auch schon ein bisschen ungemütlich aus von hier. Aber ich werde trotzdem mal hingehen mit zwei Spinnruten und probieren, da irgendwas Schickes rauszuholen. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal los und schaue mir das Ganze mal an. Tick-Tack, singen like a metronome. Tick-Tack, shoote wie ein Jäger mit dem Strom. Tick-Tack, flow mit dem Beat, yeah, that's right. Come and get it till the sun shines, till the sun shines. Tick-Tack, walking down the streets mit einem Meter breiten Grinsen. Alles Glas, alles bestens, hol mir gleich mal eine Palette von dem Zwickel oder Cap oder beide. Muss noch gucken, muss noch testen, such es billig, ist doch klar, es muss knallen wie ein Böller. Boah Leute, wenn das nicht mal ein brutaler Spot ist. Wir haben hier diese Felskanten, die weit rausgehen, daneben ist es ziemlich tief. Und dann sehen wir hier drüben die südlichste Spitze des griechischen Festlands. Ja, und hier haben wir ordentlich viele löchrige Steine. Von denen werden wir gleich angeln. Ich denke mal, ich stelle mich auf den da
und probiere es zu Anfang mal mit dem Spinner, der uns dem letzten Mal auf den ersten Wurf einen Fisch gebracht hat. Da kletter ich jetzt noch hin und dann werfen wir mal ein bisschen. Ja, wir sind dann doch ein klein bisschen auf dem anderen Felsen gelandet, aber wir werfen jetzt mal den Spinner ein bisschen und hoffen, dass wir hier nicht auf einmal von der großen Welle weggespült werden. Netz habe ich dabei, die Rute habe ich dabei und natürlich die Kamera dabei. Der Rest liegt ein bisschen weiter in Sicherheit. Aber ich finde, zum Spinnfischen sieht es hier brutal gut aus. Nur mein Netz sieht die ganze Zeit ein bisschen so aus, als würde es gleich weggespült werden. Davor habe ich ein bisschen Angst. Egal. Ja, hier kommen schon ab und zu mal höhere Wellen drauf. Wir halten uns mal ein bisschen mit unseren Zehen fest. Mir ist das einmal passiert am Meer. Da habe ich den ganzen Tag da gestanden und nach 3-4 Stunden kam eine Welle, die war so groß, die hat mich fast vom Felsen gespült. So, die ging schon bis zum Bauch hoch. Eigentlich hätte ich daraus gelernt haben sollen. Habe ich aber nicht. Alter, Alter, Alter. Aber wenn es schon so anfängt, vielleicht suchen wir uns ein bisschen so einen anderen Spot. Ich bin ja doch mal auf diesen Felsen hier vorne geklettert. War zwar nicht ganz so geil, hierher zu kommen, aber ich glaube, es ist geiler, hier zu stehen, weil man nicht die ganze Zeit von so dicken Wellen angespült wird. Ja, wir werfen mal von hier ein bisschen. Ich finde es hier ziemlich nice. Ich gehe angeln, schnackse, angeln, schnackse, angeln, schnackse, angeln, schnackse. Ich gehe angeln, schnackse, angeln, schnackse. Ja, ich angeln, schnackse. Ich gehe angeln, schnackse, angeln, schnackse. Ja, keine Ahnung. Wunderschöner Angelplatz. Ich habe auch eine ganze Zeit hier gefischt. Aber es wollte nichts beißen. Das hier sind die Köder, die ich hier geworfen habe. Halt dieser dicke. Und das hier habe ich alles an der dünneren Route probiert. Schreibt mir gerne mal, was ihr geworfen hättet, was ihr davon geworfen hättet. Ob das totaler Quatsch ist. Oder ob ich einfach nur nichts fange, weil vielleicht Mittag ist und die Fische lieber in der Dämmerung beißen. Keine Ahnung. Gebt mir auf jeden Fall Tipps, Leute. Ich fange nicht ganz so viel. Aber ich würde sagen, ich gehe jetzt mal zurück. Ich habe nämlich noch einiges vor. Zum Beispiel haben wir kein Trinkwasser mehr und so ein Quatsch. Und wir müssen diese ekelhafte Straße noch da hochkommen. Das will ich auf jeden Fall im Hellen machen. Wir sehen uns am nächsten Spot, wenn ich nicht bei irgendeinem zufälligen Wurf auf dem Rückweg noch irgendwas fange. Also Freunde, die Sonne geht schon wieder unter. An unserem letzten Spot haben wir jetzt 2 Tage einfach nur gechillt, ohne zu angeln. Ich habe es probiert. Es gab keinen Weg von der Klippe runter, um ans Wasser zu kommen, um zu fischen. Aber das war nur ein Stückchen da vorne. Wir sind jetzt ein bisschen weiter gefahren, wo wir auch ans Wasser rankommen. Und ja, jetzt einfach Spinnfischen. Ich fange an mit dem Spinner. Ich habe auch eine schwerere Rute dabei. Ich werde später auf Tintenfisch probieren. Ihr kennt das Spiel. Ich werfe jetzt hier Köder rein und ziehe die wieder raus. Und dann hoffen wir, dass gleich hier ein Fisch an der Angel hängt. Ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns dann. Jo, Fisch. Kleiner Fisch, aber fühlt sich nicht an wie ein Hänger. Ja, ganz kleiner Fisch. Aber Fisch. Jo, ein Eidechsenfisch. Ha! Einer von euch hat mir geschrieben, er fängt die andauernd. Jetzt habe ich auch einen. Na kacke, wie groß werden die Jungs? Kann ich den schon essen? Der hat gemeint, die schmecken sau scheiße. Aber ich würde sau gerne einen probieren. Ich check mal schnell ab. Ich mache den hier in so einen kleinen Pool rein und check mal, ja, ob ich den schon essen kann oder ob das moralisch verwerflich wäre. Ja, Freunde, da vorne ist gerade einer am Harponieren, deswegen kann ich da gerade eh nicht weiter angeln. Deswegen zeige ich mal hier, unser Eidechsenfisch hat 20 cm, ca. 25 vielleicht sogar. Ich habe gerade gelesen, die werden auch nicht, also die werden schon größer, aber das ist so die normale Länge, in der man die fängt. Und der hatte alle 3 Haken vom Drilling sitzen. Deswegen nehmen wir den mit und probieren den mal. Vor allem bei so Fischen, wo alle Leute sagen, die schmecken scheiße, bin ich immer sehr interessiert dran, wie die schmecken. Und ich würde sagen, ja, der Kollege ist ein bisschen weiter geschwommen. Machen wir noch ein paar Würfe und gucken mal, ob wir eine Pfanne voll bekommen mit noch irgendwas anderem. So, wir sind zurückgekehrt an unseren Schlafplatz, an diese coole Klippe mit unserem Eidechsenfisch. Und den werden wir jetzt mal zubereiten. Einfach nur angebraten in neutralem Pflanzenöl mit ein bisschen Salz und ein klein bisschen Rosmarin, was wir hier auf dem Weg gepflückt haben. Einfach nur, um zu schauen, wie der Kollege schmeckt. Und dann werden wir mal berichten, ob das wirklich nicht gut schmeckt, ob die nichts zum Essen sind oder ob man die machen kann. Für die nächsten überlege ich mir dann irgendwas mit dem Eidechsenfisch.
Ich werde dann ja wissen, wie der so sich verhält in der Pfanne, wie der schmeckt, keine Ahnung. Vielleicht kann ich mir irgendwas Cooles ausdenken. Ich würde sagen, wir braten jetzt einfach mal an. Ich habe unseren Eidechsenfisch hier mal ganz schnell geschuppt, ausgenommen, Kopf abgemacht. Den Kopf nehmen wir später mal als Köder, denke ich. Ja, und jetzt würde ich sagen, hauen wir den mal schnell in die Pfanne, bevor der uns in der Sonne noch schlecht wird, oder? Fast so wie Vino. Und von diesen Bieren, wie Biere beim Wandern. Der Geschmack so zärtlich wie Schnee in den Bergen. Nike-Sandalen zum Wandern auf Bergen. Fliegt das Blei raus und zwar zärtlich. Angel mit Christian im Dorn und es geht plötzlich nach vorn. Fisch nach Fisch nach Fisch, ein Dorsch. Wurde gehakt, abfiletiert, rekuperiert, mit Bier wird serviert. Das Bier in den Teig integriert, viel ist frittiert, in der Plate wie serviert. Ja, der Eidechsenfisch ist an dieser Stelle fertig gebraten und man merkt vielleicht schon, dass das nicht das Original-Audio ist. Mein Mikrofon ist kaputt gegangen und ich habe das in diesem sowie im nächsten Video noch nicht bemerkt. Und dann hat das bei vielen Videos einfach kein Audio aufgenommen. Der Eidechsenfisch hat sich sehr gut braten lassen. Also ich hatte gehört, dass der total zerfällt in der Pfanne und einfach nur zu so einem Matsch wird. Das ist aber gar nicht passiert. Selbst in der unbeschichteten Pfanne ging das ganz gut. Geschmacklich sehr vergleichbar mit, ich denke mal, Flussbarsch oder sowas. Irgendwas Barschartiges. Vielleicht auch Grundeln, die schmecken auch so wie so ein Barsch. Also auf jeden Fall essbar, vor allem wenn man den noch ein bisschen würzen, panieren würde vielleicht, aber auch so war der schon echt gut gewesen. Ja, viel mehr habe ich auch gar nicht zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wo wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen das Audio nicht ganz funktioniert hat, aber wir haben guten Fisch gefangen, Leute, den seht ihr dann. Bis zum nächsten Video.